Ja, Freunde, ich bin als Pirat verkleidet. Für diejenigen, die sich jetzt fragen, warum zum Teufel bist du als Pirat verkleidet? Ich war gerade auf der Kindergarten-Karnevalsveranstaltung meiner Tochter und da ich letztes Jahr nicht verkleidet war, als einziges Elternteil, habe ich mir gedacht, komm, mache ich ihr dieses Jahr eine Freude, damit ihr Papa kein Außenseiter ist. Und goddamn, ich sehe einfach aus wie Blackbeard. Sehr. Ihr fragt euch jetzt, warum hast du die Scheiße nicht ausgezogen, bevor du dein Video machst? Dieselbe Frage stelle ich mir gerade auch. Ich merke gerade, ich werde es nicht schaffen, das Video auf 10 Minuten zu strecken. Folgendes Problem, Kurzfassung. Ich habe auf ein Video von Tanzverbot reagiert. Ihr erinnert euch, wo er Beef hatte mit Abdel etc. Da hatte er ein Statement auf Madeira rausgehauen. Mein letztes Video auf Madeira. Hab's auf meinem Reaktionskanal hochgeladen. Hab mir von den Klicks und dem ganzen Geld diesen Stuhl hier gegönnt von Noble Chair. Nein, Spaß. Ich habe ihn gesponsert gekriegt und habe einfach nur eine Möglichkeit gesucht, hier Schleichwerbung dafür zu machen. Kuss geht raus an Noble Chair für dieses großzügige Geschenk. Ein Tag später war mein Video gesperrt. Ich dachte mir so, okay, krass. Man bedenke, auf meinem Reaktionskanal. Und wenn ein Video von euch gesperrt wird, erhaltet ihr immer so eine E-Mail. Und ich sehe, das steht da. Ich hätte wohl in meinem Video Ausschnitte von Montana Blacks Livestream gezeigt. Ich war dann erstmal verwirrt und habe mich gefragt, warum sperrt sein Netzwerk dieses Video? Wollte dann einfach sehen, worauf ich von ihm reagiert habe. Und ich entdeckte das. So, und jetzt achtet mal genau darauf, welche Stelle angeblich aus Montana Blacks Livestream war, welche Stelle also gesperrt wurde. Sondern Ausfahrt-TV, mit denen ich hier damals hergekommen bin. Und wer der Anspruchsteller ist. Content View GmbH, genauso wie in der E-Mail, was ich euch eben gezeigt habe. Und das Lustige daran ist, weder davor noch danach habe ich nicht mal eine Sekunde aus Montes Livestream, egal welchem, gezeigt. An sich ist es ja vollkommen in Ordnung. Wenn jemand nicht will, dass man auf seinen Content reagiert, lässt er es sperren. Und derjenige, der darauf reagiert hat und gesperrt wurde, weiß, auf den solltest du lieber nicht mehr reagieren. Aber die Frage, die mir jetzt auf der Seele brannte und die ich ihm auch gestellt habe über Instagram, war folgende. Wieso sperrst du eine Reaktion von mir auf Tanzverbot? Man sieht im kompletten Video nicht eine Sekunde Ausschnitt aus irgendeinem Livestream von dir. Dieser streitschlichter Livestream, von dem ich ausgehe, dass es deswegen gesperrt wurde, entstand erst mehrere Stunden nach meiner Reaktion auf Tanzverbot. Naja, ich habe den dann halt angeschrieben über Instagram. Die Nachricht ist wohl unter den 1000 Nachrichten, die ihm da geschickt werden, untergegangen. Hab mir dann gedacht, ich leg einfach Einspruch ein, erkläre es seinem Netzwerk, dass da ein Fehler unterlaufen ist. Hab einen ellenlangen Text geschrieben, Kurzfassung. Ich reagiere auf Tanzverbot, ich zeige kein Content von euch, bitte wieder freischalten. Was passiert? 2 Minuten später wird mein Einspruch abgelehnt. Ich dachte mir, okay Bruder, muss ganz dringend los. Hab nochmal auf Instagram geguckt. Immer noch keine Antwort von Monte bekommen. Und bedenkt eine Sache, mein Einspruch wurde in nicht mal 2 Minuten abgelehnt. Entweder war derjenige so ein schneller Leser, dass ihm ein Blick gereicht hat, um diese, keine Ahnung, 500 Wörter im Nu durchzulesen und zu verstehen, worum es geht. Oder der hat einfach keinen Bock gehabt und hat einfach alles abgelehnt. Back, 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 back. Ich wollte das aber auf jeden Fall geklärt haben, weil normal ist es ja nicht. Ich sehe mich selbst im Recht. Ihr könnt mir unten in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das seht. Habt eine Insta-Story gemacht in der Hoffnung, dass ihr eventuell zu Monte durchdringt. Mimimi, Montes Netzwerk hat mein Video gesperrt. Und mir hätte nur eine einfache Antwort gereicht. Ich wollte nur verstehen, warum, wie das sein kann. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass das ein Fehler seines Netzwerks ist. Irgendwelche automatisierten Prozesse. Jetzt kommt der lustige Part. Das gleiche Problem hatte ich ja damals auch mit Bushido. Ich reagiere auf den Vorfall mit Animus und Manuelsen, diese Handyaufnahme, ihr erinnert euch dran. Man sieht in keiner Sekunde Bushido im ganzen Video und das ist eine Aufnahme, die ein Freund von Manuelsen gemacht hat. Darauf habe ich reagiert und Bushidos Netzwerk sperrt das komplette Video. Begründung, ich hätte von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde Content von Bushido gezeigt. Einspruch wurde auch sofort abgelehnt und das allerlustigste, ich habe dann noch eine Beschwerde gegen diesen Einspruch eingelegt und habe dann einen Strike kassiert. Weder mein Creator Support konnte mir da weiterhelfen, noch YouTube, naja, die reagieren eh nicht auf so etwas. Das heißt, das Netzwerk hat die komplette Kontrolle. Und selbst wenn ihr zu 1000% zu Unrecht gestrikt wurdet, passiert gar nichts. Genau die gleiche Situation habe ich jetzt auch mit dem Video gehabt.
weswegen ich nicht noch eine Beschwerde eingelegt habe. Denn die Konsequenz davon, und das steht auch da, wenn ihr diese Beschwerde gegen den abgelehnten Einspruch einlegen wollt, wenn es nochmal abgelehnt wird, kassieren sie einen Strike, eine Verwarnung. Und ich habe schon eine Verwarnung auf meinem Zweitkanal, wegen einem 3 Jahre alten Video über Fatih Bratte, weil ich im Thumbnail irgendwas gezeigt habe. Also bin ich das Risiko nicht eingegangen, es war mir im Endeffekt auch scheißegal und habe keine Beschwerde eingelegt. Aber das war genau das, was mein YouTube Creator Support mir empfohlen hat. Leg doch eine Beschwerde ein. Viele liebe Grüße an die gute alte Gabrielle. So, ich hätte natürlich direkt da ein Video machen können und ihr wisst, wie lang diese Madeira-Sache her ist. Das heißt, ich habe jetzt einfach mal über eine Woche gewartet. Das Thema ist komplett vergessen und ich will auch gar nicht, dass das Video freigeschaltet wird. Ich will einfach nur von euch wissen oder, falls Monte dieses Video hier sehen sollte, wie so etwas passieren kann. Bleibt immer sauber, bleibt immer real und denkt immer daran, in jedem von uns steckt ein kleiner Master.